ist der Musikverein, bereitet sich der Musikverein Dopp an der Pram vor. Gegründet 1876 und heute mit 50 Mitgliedern anwesend. Obmann Stefan Petersüber, Stabhüter und zugleich Bezirksstabhüter Stellvertreter Martin Griesmeier und Kapellmeisterin Christine Ecker. Der Musikverein Dorf wird ebenfalls in der Marschwertung Leistungsstufe B antreten. Das Durchschnittsalter des Musikvereins Dorf an der Pram liegt bei 26,5 Jahren. Der Musikverein wird heuer erstmals in der Vereinsgeschichte, also ebenfalls auch in der Premiere, bei der Marschwertung in der Leistungsstufe E antreten. Ebenso wird bei der Konzertwertung Ende November in Ried im Mühlkreis erstmals in der Wertungsstufe C gespielt. Showteil
der Musikverein Dorf. Als Einleitung, Entschuldigung, als Titel dieser Show, im Vereinsleben. Als Einleitung hören Sie nun einen Ausschnitt aus Last Call von Otto M. Schwarz. Danach leiten die Schlagzeuger zackig zum Kurzer Bergsteigermarsch von Sepp Tanzer über. Im ersten Teil des Marsches erfolgen verschiedene Phrasenwendungen. Diese soll die vielen Auswirkungen und Proben in einem Vereinsjahr darstellen. Im Bass-Solo bringt das tiefe Register wieder ein bisschen Ruhe in das Geschehen. Im ruhigeren Teil des Trios wird die Gemeinschaft im Verein gezeigt. Hier werden die zwei Blöcke symmetrisch nach einer Schwenkung auf gleicher Höhe aufmarschieren. Der zweite Teil des Trios soll zeigen, dass nicht immer alles reibungslos abläuft. Hier werden einige Musiker aus der Reihe tanzen, wobei andere im Ruhe bleiben. Nach dem Bozner Bergsteigermarsch wird sofort im Highway to Hell von AC/DC übergeleitet. Dies soll im Gegensatz zum Titel dieses Rockklassikers unsere Lockerheit und Lässigkeit in unserem Verein darstellen. Zum Schluss übernimmt unser Obmann mit seiner Trompete in einer Improvisation wieder das Kommando. Lassen Sie sich überraschen.
Applaus für diese tollen Darbietung. Großer Applaus nochmals für den Musikverein Dürr.